Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wissen Sie, Sie sprechen hier was von Heimat. Im Dritten Reich gab es mal so eine Partei. Ich würde mal behaupten, das war mal Ihre Vorgängerpartei gewesen. Ja? Die haben von ganz vielen Menschen die Heimat geklaut und zerstört. Sie sollten sich schämen, mit solchen Parolen hier aufzutreten. Schämen Sie sich dafür. Und dieses Wort Bevölkerungsaustausch zu nehmen. Soll ich Ihnen mal erzählen, was ein Bevölkerungsaustausch ist? 1923 hat meine Familie einen Bevölkerungsaustausch erlebt, als der griechisch-türkische Bevölkerungsaustausch vollzogen worden ist, an dem unsere Heimat zerstört worden ist, an dem wir noch heute leiden. Und dieses Wort nehmen Sie nicht in den Mund. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sehen ja, in was für einem Zustand wir in diesem Land inzwischen angekommen sind, weil wir zulassen, dass Nazi-Parolen überall Eingang finden. Aber diese ganze Gerede von umgekehrter Diskriminierung, diese ständige Täter-Opfer-Umkehr, das kauft Ihnen auch inzwischen keiner mehr ab. Sie hetzen gegen die queere Community, Sie hetzen gegen Frauen, Sie stigmatisieren Geflüchtete, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung. Die Liste ist unendlich lang und langweilend. Und das tun Sie auch heute wieder zu dieser Aktuellen Stunde. Sie können ja nicht mal zuhören. Und ich möchte mal heute Fakten schaffen. Ich meine, es geht hier um meinen Wahlkreis in Lörrach. Und ich möchte an dieser Stelle tatsächlich einfach mal erklären, was wirklich Sache war. Ja, ich gebe zu, das Schreiben der städtischen Wohnbaugesellschaft ist unglücklich gewesen, riesengroß Kommunikationsfehler. Definitiv. Aber was zur Realität auch dazu gehört, ist, es geht hier um 40 Bewohnerinnen und Bewohner, die aus ihren alten Wohnungen, die am Ende des Lebenszyklus sind, die nicht mehr verwendet werden können, die im Übrigen nicht mal brandschutztechnisch abgesichert sind, dass sie in einen Neubau umziehen. Das ist die Realität. Dafür wurde sogar gesorgt. Es geht darum, dass Menschen, die im hohen Alter sind, in eine barrierefreie Wohnung kommen können, dass sie einen Aufzug haben, dass sie auch ein Bad haben, ja, das barrierefrei ist. Aber das alles, das ignorieren Sie letztendlich. Es geht auch darum, letztendlich, damit dann 2028, das war ja von vornherein der Plan gewesen, damit dieser Wohnblock auch abgerissen werden kann, man hat es aufgrund der hohen Baukosten erst hinausgezögert, damit dort mehr und besserer Wohnraum kommen kann, im Übrigen, was auch von der städtischen Wohnbaugesellschaft gebaut wird. Das heißt, im Großen und Ganzen hat das alles einen Sinn gemacht. Ich kann natürlich verstehen, dass dieses Schreiben unglücklich war, aber die Realität ist, dass es von vornherein sozialverträglich geregelt war. Irgendwelche Nazi-Parolen haben dann dazu geführt, dass das natürlich in den Medien viral ging. Und ich frage mich auch, während ich mit meinem Kollegen Jonas Hoffmann mich mit den Verantwortlichen unterhalten habe, frage ich mich, wo ist denn der Kollege Thomas Seitz, der ja breitbeinig am letzten Samstag in Lörrach aufgetreten ist, in der Kundgebung gesagt hat, Sie kümmern sich darum, wo ist er, warum redet der heute nicht drüber? Aber dicke Hose machen in Lörrach, das können Sie, weil Sie können auch nur reden und da steckt sonst nichts dahinter. Und es wundert ja auch nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie ich es gestern schon gesagt habe, überall, wo die AfD eine Kundgebung macht, sind auch irgendwo immer in der Nähe irgendwelche Identitäre. Warum wurde das Kreisverbandsbüro der Grünen in Lörrach auch angegriffen wieder? Komisch, am selben Tag, am selben Abend. Da fragt man sich doch, welche Verknüpfung zwischen der AfD und der identitären Bewegung wirklich vorhanden ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber was soll's? Sie sprechen ja heute wieder davon, dass Sie wieder grundlos abschieben möchten. Ihnen ist die Vergangenheit und ist die Herkunft der Leute ja auch egal. Ich sage Ihnen auch eins, ich bin selbst Kind, Sohn griechischer Gastarbeiterfamilie aus der Türkei. Ich bin in einer Hochhaussiedlung in Oberhausen im Ruhrgebiet aufgewachsen, mit ganz vielen anderen Menschen mit Migrationshintergrund unterschiedlichster Geschichte. Russlanddeutsche, Albaner, Serben, Türken, Griechen, bei uns gab es alles. Und im Übrigen Deutsche auch, ja, falls es Sie wundert. Aber ich sage Ihnen eins, das Problem war nicht die Migrationserfahrung gewesen, sondern eher die soziale Ausgrenzung, weil es viele Antworten auf die soziale Frage nun mal nicht gab. Und jetzt
kann man natürlich hingehen und sagen, wenn die Ausländer weg sind, wenn die Flüchtlinge weg sind, haben wir ganz, ganz viele Probleme auf einmal gelöst. Aber volkswirtschaftliche Probleme, die fehlen, weil wir keine Fachkräfte haben, weil wir gegebenenfalls auch keine Pflegerinnen und Pfleger mehr haben werden und so weiter. Auf diese Fragen haben Sie überhaupt keine Antworten. Das Einzige, was Sie können, sind irgendwelche rechtspopulistische Parolen hier raushauen und nichts anderes. Und ich sage Ihnen eins, Kollege. Wenn irgendjemand hier rausfliegt, das werden nicht die Mieterinnen und Mieter in Lörrach sein, und ich hoffe, das werden Sie bei der nächsten Bundestagswahl sein. Danke. So, bevor wir jetzt hier fortfahren.